Gut, wir machen jetzt Folgendes. Wir reiten jetzt nochmal nach Tall Trees. Oh, ich pack die Knarre wieder weg. Hallo. Ich will mal bremsen mit der linken, mit dem linken Bumper. Mit dem linken Bumper will ich bremsen. Aber das funktioniert nicht, weil das kein Auto ist. Das Pferd ist kein Auto. Das ist eine Weisheit. Die könnt ihr euch auch gerne hinter die Ohren schreiben. Das Pferd ist kein Auto. So, das war hier ungefähr. Und da reiten wir jetzt hin. Brauchen wir keine Schnellreise. Ein bisschen Zeit haben wir ja. Wir können auch noch ein bisschen quatschen darüber. Ich würde gerne die 5 Biberfälle sammeln kurz. Dann haben wir das weg. Und dann noch den Salbei. Und dann, ich möchte gerne die der Thaddäus und Sun Quest abschließen. Und dann haben wir jetzt noch eine, wir gucken kurz in die Statistik. Wir haben 56. Es gibt 57 Hauptmissionen und 56 haben abgeschlossen. Also wir haben jetzt noch eine Hauptmission mit Jack. Das, ja. Und dann kommt noch eine Nebenmission. Und dann sind wir durch. Also quasi die Dings möchte ich noch abschließen. Aber ich würde gern die Hauptmission, ich würde gern diese Thaddäus und Sun Quest, wo wir jetzt die Biberfälle sammeln müssen für den Flugzeugbauer. Die möchte ich gerne abschließen, bevor ich die letzte Quest anfange. Also wird das jetzt unsere Aufgabe sein. Howdy. Ich denke mal, dann haben wir dem Spiel auf jeden Fall Genüge getan, genug Respekt erwiesen, dem Entwicklungsteam. Und dann können wir uns in Ruhe den Abspann angucken, mit einem Wein und einem Lachen in den Augen natürlich. Oh, die Kiste, die war ich schon mal in der Kiste. Hallo? Ja, Behälter öffnen, keinen Trigger. Tut nur von einer Seite den Trigger, finde ich gut. $19, warum auch nicht? Wir werden es nicht mehr brauchen, das Geld, aber hey, wir haben es gesammelt. Man kann natürlich, theoretisch kann man natürlich endlos weiterspielen, aber bei mir ist es immer so, wenn so eine Geschichte abgeschlossen ist, ist das Spiel abgeschlossen für mich, irgendwo. Ist das vielleicht roter Salbei sogar hier? Wir sind jetzt hier im Schneegebiet, ich denke mal, hier kommen jetzt die Biber. Dann müssen wir die Pflanze hier sammeln. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hier, ich denke mal, die... Das war auf jeden Fall was mit Salbei, aber nicht roter Salbei. Kolibri-Salbei. Obwohl Kolibri natürlich auch rot ist. Vielleicht. So, jetzt müssen wir aufpassen. Der hat Rufus mitnehmen sollen. Tenors Range ist hier, ne? Ja, Tenors Range. Dann kommen ja die Biber schon. Da oben ist noch ein Bandenversteck. Da könnten natürlich noch, da ist noch so, ich habe gesehen, da war noch in Blackwater war noch eine Kopfgeldjagd, die können wir noch theoretisch machen. Ja, wir noch ein paar Sachen abschließen. Würde ich schon noch gerne. Wollen wir dann wirklich die letzten zwei Quests machen? Jetzt kein Biber, aber das ist natürlich das Gebiet jetzt hier. Da ist ein bei Pippi oder wie es heißt, also ein Hirsch, eine Art Hirsch. Den suchen wir gar nicht, so ein Biber. Da ist ein Karnickel, suchen wir auch nicht. Brauchen Biber. Wäre cool, wenn er sich jetzt noch eine Jacke anziehen würde bei der Kälte. Da blöd, dass wir von der Wüste direkt in den Schnee übergehen. Ich weiß gar nicht, ob das so gibt. In der Tat. Oder ob das einfach der Karte geschuldet ist. Jetzt findest du natürlich hier keinen Biber, wenn du einen brauchst. Wie viel Biber brauchen wir denn eigentlich? Ich glaube 5. Auf Statistik. Journale. Fremde Person, 5 Biberfälle und 10 rote Salbei. 5, wir haben jetzt ein Biberfell. Für einen Biber gibt es ein Fell. Das ist natürlich auch ein bisschen. Da ist ein Karnickel nur. Soll ich mal zu Fuß gehen vielleicht?
Wolf gehört. Nicht gut. Wolfsfleisch ist natürlich aber so beliebt beim Händler. Da ist ein Lagerfeuer. Beretta Redemption 2 hat die Qualität des Fleisches und wie du es aberntest quasi von den Dings auch damit zu tun, was wie viel Geld du kriegst und so. Aber ich denke mal, das werden wir alles rauskriegen. Ich denke mal, das Let's Play zu Red Dead Redemption 2 wird länger dauern, weil es komplexer ist, das Spiel. Hier auf dem Weg habe ich von den Biber gefunden. Halten wir nochmal den Weg. Vielleicht haben wir Glück. Das ist ärgerlich. Ich hatte damals zwei Biberfälle schon gesammelt gehabt, bei so einem Bandenversteck hier oben. Und aber das habe ich irgendwie... Musste ich dann laden, weil ich gestorben bin bei dem Bandenversteck und da waren die weg. Wir reiten mal hier hinter das Haus. Mal schauen. Ja gut, zwei Stück. Ach, hier heute ein Ohr, ein Glück. Das war in Mesh verbuggt. Hier ist das zweite. Ching. Yeah. That's a good price. Ja gut, wir brauchen es nicht für den Preis, wir brauchen es für eine blöde Queste. So, wir laufen mal hier rum. Das Pferd kann ja mal ein bisschen da oben sich gütlich tun. Wir müssen jetzt drei haben. Da brauche ich nicht nachgucken. Ist natürlich am Fluss. Macht natürlich so ein Biber Sinn, ne? Da wohnt der quasi. Kann man hier durch, ist die Frage, durch den Fluss, ich bin mir sicher. Ich wollte eigentlich jetzt nicht sterben. Ah ja. Ich habe mich gestern unterhalten mit dem Dreckhund man kann doch laufen. Ja, man kann durch das Wasser gehen. Warten. Genau, das wollte ich eigentlich hier offscreen machen, den Quatsch mit dem Sammeln. Aber ja, wenn wir jetzt einmal dabei sind, können wir das ja machen. Wir müssen ja nicht alles. Ich kann ja wirklich die letzten Sachen dann offscreen holen. Offscreen. Kommt zwei Biber, Mann. Kann er nicht so. Lass mich nicht hängen spielen. Fängt er an zu schwimmen oder läuft er da durch? Er ist nicht tief, der Fluss scheinbar. Kann auch nicht rennen. Also Schwimmanimation scheint es nicht zu geben. Auch das ist unser Pferd da drüben. Ach ja, das ist natürlich ein bisschen Gesuche jetzt hier, ne? Da haben wir ein paar Bäume fällen da vorne, dann noch gleich ein bisschen Holz für die Farm. Aurora Basin. So, wir sind jetzt wieder durch. Aha, guck da. Guck, was verspäht meine Augen. Sieht aus wie ein Waschbär. Aber es ist ein Waschbär, scheiße.
Ach, Waschbär brauche ich nicht, ich brauche Biber. Oder was ist ein Biber? Was ist ein Biber, Waschbär? Ne, ein Stinktier. Waschbärfleisch, fuck. Heute ist es trotzdem, weil ich es umgebracht habe, nichts verschwenden, was der Tod uns gibt. Nochmal Waschbär, shit. Aber ich dachte, wir haben es geschafft jetzt. Pferd. Okay, will nicht. Pferd ist kaputt. Da ist ein Hirsch. Ein Reh. Ein Hirsch. Kommt das Pferd jetzt? Nö. Das Pferd ist kaputt. Da oben läuft was im Wald. Waschbär. Vielleicht muss ich die Waschbär umbringen, damit ein Dings nachspawnt. Let's make this quick. Make this quick. Warum braucht der Typ nicht einfach hier Waschbärenfell? Ah ne, das Pferd ist kaputt. Scheinbar. Ah, jetzt kommt's von da oben. Sehr gut. Aber wir sind noch am Fluss. Wir bleiben mal am Fluss, würde ich sagen. Wir reiten mal am Fluss entlang. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Für Biber zumindest. So, wie dann Flussbiber. Die bauen ja dann Dämme und wohnen da, was weiß ich. Hier sind wir hinter der Tenors Ranch, da oben ist Tenors Ranch. Komm, hier sieht's doch gut aus. Sieht so aus wie Fluss Biber, wie Biber, oder? Brauchen wir doch einen Biber. Komm, zwei Stück noch. Dann lass ich die in Ruhe spielen. Das ist auch wieder dieser Kolibri-Salbei. Das ist nicht der, den wir brauchen. Wir brauchen roten Salbei. So, wir reiten mal hier runter und wieder hoch. Vielleicht spawnt er dann wieder Biber. Ich kenne das Spawn-Verhalten im Spiel jetzt nicht. Ehrlich gesagt. Das ist kein Biber. Das ist ein Fuchs oder was. Mist. Na komm, wir sammeln mal ein. Wir brauchen doch das Feld nicht mehr. Animation, kann ich mal schon Kaffee trinken? Let's get this over it. So. Ey, Pferd. Ah, ja. Da ist eine schöne Brücke am Fluss. So, dann versuchen wir mal wieder in dieses Schneegebiet zu kommen, wo er eben die ganzen Biber gespawnt hat. Da ist auch wieder so ein Fuchs oder was. Den lassen wir jetzt mal in Ruhe. Oh, hier, guck mal, steht da am Lagerfeuer. Cool. Howdy.
Das ist cool gemacht mit den Lagerfeuern und so. Also Schnee. Oh, was ist das? Ein Wildschwein, oder? Greift uns aber nicht an. Und dann lassen wir es leben kurz. Da oben Jagdtiere, ne? Hätte ich nicht gedacht. So, und da kommt das Schneegebiet. Die sind so Ziegen schon. Müssen uns natürlich am Fluss halten, ne? Macht schon Sinn, am Fluss zu bleiben. Tall Trees. Hier oben haben wir den ersten Biofan gefunden, ungefähr. Mach ich mal eine Markierung drauf. Dann reiten wir mal in die Richtung. Vielleicht haben wir Glück, in der spawnt welche. Jetzt sind überall Wildschweine hier, siehst du das? Die waren vorhin nicht da. Was wollten ihr? Ja, vielleicht haben wir Glück und jetzt spawnt der Biber. Ich bring die jetzt nicht um, weil ich das Zeug brauche. Geld und so werden wir jetzt eh nicht mehr brauchen. Wie gesagt, wir haben noch zwei Questen vor uns. Dann war's das. Aber vielleicht spawnt da jetzt Biber. Weil eben waren die Wildschweine nicht da. Ich vermutlich hat er wie so einen Spawn-Rotation. Und macht, spawnt irgendwas, was halt in das Gebiet passt. Könnte ich mir vorstellen. Ist zwar jetzt nur so eine Theorie. Aber die Welt besteht aus Theorien. Und ja, Wildschweinfleisch, pff, weiß nicht. Ist ja auch ganz lecker. Kann ich heimbringen für Abigail und Jack. Und Uncle. Uncle kriegt natürlich auch was ab. So, Pferd. Da ist die Tenors Range. Oder? Ja, das ist so eine Jagdhütte. Hier ist noch eins. Was ist das für ein... Da war eine Pflanze, die gucke ich mir schnell an. Aua! Drecksau! Wow! Aua! Nein, nicht sterben. Alter. Gefährlich, Mann. Gefährlich. Hätte ich nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. This is dirty. This is dirty. Really dirty, my friend. Friend of mine. It's dirty. Mal einmal Wildschweinfleisch. Was ist denn das für ein Wort? Ah, das ist auch wieder nur Kolibri, oder? Ja, Kolibri selber. Braucht kein Mensch. Er fährt. Ich brauche einen Mensch, also ich zumindest. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Wir reiten nochmal zum Punkt, wo wir von den Biber gefunden haben, mit, wo wir mit Jack gerettet haben. Das war wahrscheinlich in der letzten Folge, denke ich mal. So, jetzt haben wir hier einen Fluss. Schneegebiet und Fluss. Wenn wir jetzt viel Glück haben, finden wir jetzt noch einen Biber. Wenn nicht, mache ich das wirklich dann offscreen. Da. Das ist ein Waschbär, gell? Ja, das ist nur ein Waschbär. Mann, Mist. Man müsste vielleicht mal respawnen. Vielleicht mache ich es wirklich beim nächsten Mal alleine dann. Mit dem. Also, bei, ich werde es vielleicht offscreen einfach machen, vor der nächsten Aufnahmesession. Ihr habt auf jeden Fall gesehen, um was es geht, was gesammelt werden muss. Da laufen Wölfe. Wohnt.
Hier oben habe ich auch keine Hütte und nix. Was ist denn los? Ich kann hier im Lagerfeuer speichern, das weiß ich nicht. So, sammeln wir mal die Wölfe noch ein und dann ist, machen wir Schluss mit der Folge. Wir haben es lange noch rumgemehrt. Ihr habt auf jeden Fall gesehen, um was es geht. Wir müssen hier ein bisschen Scheiß sammeln. Und ich mache die letzten Sachen offscreen, die letzten, also die Sammlungen hier mache ich vollständig. Beim nächsten, in der nächsten Aufnahmesession werden wir noch vielleicht ein, zwei, werden wir vielleicht, also auf jeden Fall aus Blackwater eine Kopfgeldjagd noch machen. Und dann werden wir uns dieser Thaddeus und Sun Quest annehmen. Dann werde ich, bis dahin habe ich das Zeug gesammelt. Und wir können in aller Ruhe dann das Spiel abschließen mit den letzten zwei Questen. Es gibt noch ein DLC, der nennt sich Undead Nightmare Pack. Da ist dann hier alles voll Zombies und so. Weiß ich noch nicht, ob ich das Spiel tue. Das entscheide ich dann nach dem Spiel, würde ich sagen. Ob, wenn ich sage, für mich ist die Geschichte abgeschlossen und der DLC würde mir jetzt nichts weiter bringen, dann lasse ich's. Und wenn nicht, wenn das, wenn ich noch Bock habe auf, wenn die Geschichte für mich noch nicht so fertig ist, dann würde ich dann quasi versuchen, noch den Undead Nightmare Pack zu spielen. Das dann vielleicht nochmal so 3 Stunden oder so. Also vielleicht nochmal eine Aufnahmesession. Also nicht so die Welle. Was hier für ein Rummel im Baller? Ach, Wölfe, ich höre Wölfe. Oh, Sheriff. Moin, Sheriff. Das Lagerfeuer kann ich zum Speichern benutzen. Und deswegen müssen wir kurz mal in die Wildnis reiten und uns unser Camp aufsetzen, aufbauen. Überall nur Wölfe, Alter. Das liegt wahrscheinlich in der Uhrzeit. Vielleicht tun die Biber nur nachts, nur am Tag spawnen. Das könnte doch ja sein. Das habe ich jetzt ein paar Mal schon mitgekriegt. Das sagen manche Sachen nur am Tag spawnen, manche Sachen nur nachts. Macht auch irgendwo Sinn. Ich glaube, in der Nähe von Flüssen kann man das Camp nicht aufsetzen. Könnte man probieren hier. Nur zum Speichern schnell. Falsche Taste. So, selbst hier brannt da einfaches Camp. Naja, geht nicht. Keine Straßen, kein Wasser und nix. Mal gucken, ob das reicht, wenn ich hier ein bisschen in den Wald gehe. Nee. Ach, Mensch. Ich wollte halt im Schneegebiet speichern, dass ich dann beim nächsten Mal, wenn ich dann hier einlogge, um das zu sammeln, dass dann, wir hier gleich das Zeug sammeln können und dann, dass wir gar nicht so viel Zeitversatz haben. Aber ich suche mir jetzt hier ein Camp alleine einfach und dann würde ich sagen, entlasse ich euch jetzt in euren Tag. Ich bedanke mich jetzt für diese kurze Aufnahmesession, fürs Zusehen auf jeden Fall natürlich und natürlich beim Red Dead Redemption Let's Play hat einen relativ hohen Aufrufungswert bei mir auf dem Kanal und das finde ich sehr schön. Wenn das jemand gefällt, dann bin ich da sehr froh drüber. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder, wenn es heißt Red Dead Redemption John Marston und das Ende wahrscheinlich von Red Dead Redemption 1. Und ja, dann bin ich ein bisschen traurig. Aber in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr irgendwas habt und ansonsten tschüss.